Okay, ich würde dir hier gerne die Basics von Zoom zeigen. Es ist jetzt nicht super gefilmt, aber dafür geht's schnell. Du klickst auf den Link, den du in der E-Mail findest, diesen Zoom-Link, beziehungsweise wo hier steht, ich habe das hier in den Browser einkopiert, das ist aber dasselbe. Dann wirst du gefragt, ob du ZoomOS öffnen möchtest. Da klickst du einmal auf Ja. Dann dauert es einen kurzen Moment. Hier siehst du, das wird geladen. Und dann bist du sozusagen in einem Raum. Hier ist jetzt außer mir nur noch ein Testcomputer ohne Bild, aber der tut es jetzt erstmal. So, hier unten hast du zwei ganz wichtige Funktionen. Da kannst du deinen Ton an- und ausschalten und hier kannst du dein Video an- und ausschalten. Das ist mir wieder wichtig. Manchmal taucht hier so ein kleiner Kopfhörer auf und der Ton ist weg. Dann klick auf den Kopfhörer und wähle aus Ton von Computer. Eine weitere wichtige Funktion ist hier oben die Ansicht. Da kannst du aussuchen, einmal zwischen der Sprecheransicht, das haben wir jetzt, dann sieht man die Person, die spricht in groß, oder du kannst auch Galerie auswählen, dann hast du eben zwei Personen, beziehungsweise nach dem Festival ganz viele Personen hier als kleine Kacheln sozusagen und kannst da auswählen. Dann möchtest du dich vielleicht umbenennen. Also ich heiße jetzt hier schon Iris, aber vielleicht ist das bei dir noch nicht so, wenn du hier oben mit der Maus über dein Bild fährst, kriegst du hier oben so drei Punkte. Wenn du da drauf klickst, geht dieses Menü auf. Da kannst du ganz unten Umbenennen wählen und dann kannst du dich das auswählen fürs Festival. Laden wir dich ein, deinen Vornamen und zum Beispiel deinen Ort anzugeben. Ich gebe jetzt noch Frankfurt dazu. Klicke auf Enter oder du klickst mit der Maus auf Umbenennen und dann steht das so da. Und weiterhin haben wir hier die Chat-Funktion. Wenn du da drauf klickst, dann geht hier so ein kleines Fenster auf. Da kannst du hier aussuchen, möchtest du an alle oder an einzelne Menschen schreiben. Und dann kannst du zum Beispiel hier einen Text reinschreiben. Und wenn du auf Enter drückst, dann wird es geschickt und alle anderen sehen diesen Chat. Entsprechend, wenn dir jemand einen Chat schickt, dann taucht hier so eine rote 1 auf und dann kannst du schauen, was dir da geschrieben wurde. Eine weitere ganz schöne Funktion ist hier die Reaktionenfunktion. Wenn jemand was sagt und du stimmst dem zum Beispiel zu, dann kannst du hier einen Applaus geben, das taucht dann hier oben auf oder kannst ein Herzchen schicken. Das ist eine leichte Möglichkeit der Interaktion, ohne eben reinzureden. Was du hier auch siehst, ist die Handhebenfunktion. Das ist nachher im Workshop super, wenn du was sagen möchtest, wenn du dich melden möchtest sozusagen, dann kannst du hier diese Handhebenfunktion melden. Je nachdem, welche Zoom-Version du hast, ist das nicht hier unbedingt, sondern es kann auch sein, dass du das hier unter Teilnehmer findest. Da klicken wir einfach auch mal drauf. Ich mache mal den Chat weg. Wenn du hier auf Teilnehmer gehst, mit der anderen Funktion hast du hier unten die Handhebenfunktion und kannst dich auch hier unter Umständen umbenennen. Also das sind so die verschiedenen Funktionen, je nachdem, welche Version du hast. Und wenn dein Workshop zu Ende ist, wenn du den Raum verlassen möchtest, klickst du hier auf Verlassen und dann kommst du auf eine Seite in unserem Festival. Da klickst du noch einmal auf Zurück und dann kannst du wieder die Räume auswählen. So, ich hoffe, das hat dir als kleinen Überblick geholfen und wir freuen uns auf dich.